Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe HESO-Besucherinnen und HESO-Besucher, wir begrüßen euch ganz herzlich hier am Stand von Jump TV. Bei mir ist der Soner Kilic. Hallo Soner. Er ist Mitorganisator des Flashmob, der in der McDonalds-Filiale stattfinden soll. Und für die Zuschauer, die das Wort noch nicht kennen, ein Flashmob ist ein Auflauf von ganz vielen Leuten, die für kurze Zeit alle genau das Gleiche machen. Jetzt, Soner, kannst du kurz erklären, was eure Ursprungsidee ist? Also, am Anfang habe ich mit ihm im Facebook geschrieben, wegen einer Party, die meine Ex mich eingeladen hat. Und nachher hat Livio gemeint, dass man so eine Party über Facebook organisieren sollte. Und nachher sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, dass wir einen Flashmob organisieren. Und nachher habe ich das halt gemacht. Und ja, wir haben uns gar nicht gefragt, wieso dass wir das eigentlich gemacht haben. Es war einfach so spontan gewesen. Also die Party von deiner Ex, ist das auch so etwas mit irgendeiner Flashmob-Idee gewesen, oder ist das einfach sonst aus dem Gespräch entstanden, die Flashmob-Idee? Also sie hat eigentlich eine Poolparty gemacht und da hat sie einfach mich und ein paar Kolleginnen und Kollegen eingeladen und das habe ich auch denen gesagt, dass sie mich eingeladen hat und dann sind wir so auf die Idee gekommen. Was für Vorbereitungen müssen denn da getroffen werden? Das ist ja ein grosser Menschenauflauf, der erwartet wird. Also ich und Livio haben jetzt gedacht, dass wir uns gleich anlegen am Samstag, auf einem Plakat schreiben, Flashmob, und beim Bahnhof irgendwo aufhängen, dass wir ein Megafon mitnehmen, um dann den Leuten, die kommen, klar und deutlich zu sagen, dass sie keinen Sachschaden sollten machen und so Sachen, weil wir nachher für das müssen haften. Sind das nur ihr zwei, die das organisieren? Ja, das sind nur wir zwei, die das organisiert haben. Und ihr wollt ja auch einen Weltrekord aufstellen mit diesem Flashmob. Wie soll der genau aussehen? Was sind da die Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, dass der Weltrekord erreicht wird? Also bis jetzt hat, so viel ich weiss, Deutschland den Weltrekord mit 10.300 Burger, die sie bestellt haben letztes Jahr. Und wir haben uns einfach gedacht, dass wir mindestens 1.000 Zusagen müssen haben und dass alle 1.000 Leute kommen. Und dass pro Kopf einfach 11 Burger bestellt werden, dass wir am Schluss 11.000 Burger haben. Und so, wenn Medien kommen, zum Beispiel dir, Jump TV, das alles auf Bildmaterial hat, könnten wir das nachher irgendwie dann, von Amerika zuschicken, dann Guinness World Record oder wie die auch heissen. Und ja, so mal schauen. Seid ihr denn sicher, dass alle die 1.000 kommen? Nein, bis jetzt haben wir etwa 720 Zusagen auf Facebook und bis am Samstag denke ich nicht, dass es 1.000 werden. Jetzt, bei einem Flashmob ist es ja eigentlich so, dass das sehr eine kurze Zeit ist und bei euch wird das ja mehrere Stunden dauern. Wie lange, habt ihr das Gefühl, geht das ganz genau? Also, eine Kollegin, die im Max arbeitet, Solothurn, hat mir gesagt, dass es um die 4,5 bis 5 Stunden wird dauern, dass wir alle unsere Bestellung bekommen haben. Dann ist McDonalds ist über das informiert, über den Flashmob? Ja, weil ich habe eben reingeschrieben, dass sie, dass die zugesagt haben, auch ihre Kollegen sollten einladen über Facebook. Und so sind natürlich auch ein paar, die in den Medien arbeiten, im McDonalds arbeiten und so, auch eingeladen worden. Und so hat sich das nachher umverzählt im Mac. Und mit dieser Aktion erreicht der McDonalds einen sehr grossen Umsatz von ungefähr so 30'000 Franken. Was soll mit dem Geld passieren? Habt ihr da irgendeinen Plan? Wollt ihr das spenden oder so? Also, wenn 1'000 Leute kommen und jeder 11 Burger bestellt, macht Mac einen Umsatz von 27'500 Franken. Aber was sie genau mit dem Geld machen, haben wir nicht nachgefragt. Und was wünscht ihr euch für die Aktion? Dass einfach so viele Leute wie möglich kommen und dass alles friedlich abläuft. Habt ihr auch irgendeine Message, die ihr vermitteln mit dem? Ja, in der Schweiz ist ja bis jetzt, so viel ich weiss, noch nie so etwas Grosses veranstaltet worden in der Öffentlichkeit. Einfach so spontan über Facebook und ja, jetzt wollen wir halt mal die Ersten sein, die so etwas gemacht haben. Also, dann wünsche ich ganz viel Glück und merci vielmals fürs Gespräch und euch daheim vielen Dank zum Zuhören und einen schönen Abend.